Hallo und herzlich willkommen auf nerelda.de. Wir schauen uns nun eine weitere vollständige Induktion an. Wie ihr gesehen habt, könnt ihr die Induktion immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Das heißt, Induktionsanfang, Induktionsschritt, der aus drei Teilen besteht, Induktionsannahme, Induktionsbehauptung und den zugehörigen Beweis. Das heißt, dieses Schema ist immer das gleiche, nur letztendlich der Beweis, die eigentliche Herausforderung, in der die schwierige Mathematik steckt, um diese Aufgabe zu lösen. Schauen wir uns also hier diese Aufgabe an. Die Frage ist nämlich, dass 1 plus q Quadrat und so weiter plus q hoch n gerade 1 minus q hoch n plus 1 durch 1 minus q ergibt. Das ist sogenannte geometrische Reihe. Nun, Induktionsanfang n gleich 1. Das heißt, hier 1 plus q hoch 2 bis hoch 2 ist schon weg. Das heißt, nur bis hierhin 1 plus q. Und jetzt schauen wir auf der anderen Seite auch 1 plus q rauskommt. Das heißt, setzen wir hier mal n ein. 1 minus q hoch n plus 1 ist q hoch 2 durch 1 minus q. Nun, was kann ich tun? 1 minus q hoch 2 durch 1 minus q, das ist nicht ganz so einfach. Aber ein geschultes Auge erkennt hier oben die dritte binomische Formel. 1 minus q Quadrat, a Quadrat minus b Quadrat ist a minus b mal a plus b. Das heißt, hier oben steht 1 minus q mal 1 plus q. Und unten bleibt natürlich 1 minus q übrig. So, nun kann sich das 1 minus q rauskürzen. Übrig bleibt 1 plus q und das sollte ja gerade am Anfang stehen. Das heißt, die Induktionsanfang stimmt. Nun, das war einer der schwierigeren Induktionsanfänge, die ihr wahrscheinlich so noch nicht gesehen habt. Normal ist es ein Einzeiler, aber dieses Mal hat es sich tatsächlich ein bisschen hingezogen. Schauen wir ein bisschen weiter. Induktionsannahme heißt dann, dass es für ein beliebiges, aber festes n gilt. Das heißt, es sollte gelten eben die Behauptung 1 plus q Quadrat und so weiter. Plus q hoch n gleich 1 minus q hoch n plus 1 durch 1 minus q. Ja, jetzt nehmen wir an, dass es gilt und wir wollen jetzt zeigen, dass es n plus 1 domino umfällt. Das heißt, dass es dann auch für ein n plus 1 gelten muss. Das heißt, die Formel heißt dann 1 plus q Quadrat plus q hoch n plus 1, also noch der n plus 1 ist immer dazu. Da muss dann hier hinten gelten 1 minus q hoch n plus 1 plus 1, das heißt n plus 2, durch 1 minus q. Ja, q ist übrigens eine beliebige Zahl in jedem Fall. Okay, jetzt schauen, dass wir das beweisen können. Das ist der letzte Schritt. Nehmen wir also uns diese linke Summe vor. 1 plus q Quadrat plus und so weiter plus q hoch n plus 1. Nun von 1 bis q hoch n, das kennen wir. Das haben wir nämlich hier bei uns in unserer Annahme. Das geht bis q hoch n. Das heißt, ihr könnt es ersetzen mit dem, was hier rechts ist, da hier das Zeichen steht. Das heißt, das ersetzen wir mit 1 minus q hoch n plus 1 durch 1 minus q. Der letzte Summand muss noch dazukommen, also plus q hoch n plus 1. Und jetzt wollen wir rechnen, so dass wir diesen Term in diesen Term umformen können. Nun, wir sehen, im Nenner steht 1 minus q. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir hier einen Hauptnenner bilden. Logischerweise 1 minus q. Das heißt, wir müssen hier erweitern mit 1 minus q. Hier oben, da brauchen wir nichts zu erweitern. 1 minus q hoch n plus 1. Und wie erweitere ich q hoch n plus 1? Ja, einfach mal 1 minus q. Das heißt, plus 1 minus q mal q hoch n plus 1. So, jetzt haben wir das erweitert. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass wir diesen oberen Term in gerade 1 minus q hoch n plus 2 umschreiben können. Schauen wir, dass wir das hinbekommen. Diesmal multiplizieren wir das aus. 1 minus q Quadrat, q hoch n plus 1 plus, jetzt multipliziere ich hier aus, einmal q hoch n plus 1, also q hoch n plus 1, minus q mal q hoch n plus 1, geteilt durch 1 minus q. Nun, q mal q hoch n plus 1, da kann man dieses Potenzgesetz benutzen. Q hoch 1, und das kann man dann mit Addition hinten dran fügen. Das heißt, hier steht dann 1 minus q hoch n plus 1 plus q hoch n plus 1, was wieder wegfällt, ja, minus plus fällt weg, minus q hoch n plus 1 plus 1, q hoch n plus 2 durch 1 minus q. Nun, wir sehen, hier steht 1 minus q hoch n plus 2 durch 1 minus q. Das heißt, wir haben das gezeigt, was wir zeigen wollten. Ja, dann können wir das Kästchen hier machen, das hier auch hier unten schon steht.
Das heißt, wir haben diese Aussage gezeigt. Danke.